So, ja, bin ich wieder live gegangen? So, ja, sollte passen. Schiebe ich das hier mal weg und das hier mal weg. So, sind hier nur noch Forge of Empires Fenster. So soll das sein. Und dann kann ich hier die kleine P-Cam wieder anmachen. Wo ist sie denn? Wo ist denn die kleine P-Cam Livestream? Und kleine P-Cam und den Reset. Yes. So. Kleine P-Cam ist noch nicht an. So, jetzt. Jetzt ist sie an. So. Und sie ist wieder verschoben. Warum verschiebt die sich immer? Das. Moment. 100%? Woran liegt das? Es ist weder 90 noch 100. Verstehe ich nicht, warum sich die ständig verschiebt. Die kleine Kamera. Naja. Das ist ein wenig nervig, dass sich die immer verschiebt. Muss ich sie wieder nach da schieben? Nee, eigentlich ist es falsch, wie ich das jetzt mache. So. Okay. Gut. Gut. Okay. So, dann bin ich jetzt wieder online mit Forge of Empires. Und ich hoffe, es funktioniert soweit. Es wäre auch ganz lieb, wenn ihr nochmal kurz schreiben könntet, dass es funktioniert, dass es klappt, weil so ganz sicher bin ich mir da immer noch nicht. Läuft. Ich danke dir. Ich kann auch nicht lesen, wer es geschrieben hat. Irgendwie, mein Dings hier spinnt. Mein OBS spinnt gerade. Danke dir, Topstar. Das läuft. Ich habe gesehen, du warst vorhin auch kurz, wo ich fehlerhafterweise schon mal gestartet habe. Warst du auch auf YouTube, Topstar? Aber dadurch, dass ich auch Affiliate bin, werde ich jetzt auch, also zumindest ja, nee, doch, ich werde nur noch auf Twitch streamen. Ich überlege, ob ich die Videos hinterher hochlade auf YouTube. Ja, so, übliche Abendeinsammlung. Also jetzt gibt es nicht wirklich was zu berichten oder zu erzählen von mir. Ich werde einfach mal alles durchgehen. Vielleicht fällt mir dann irgendwie was dazu ein, was ich zu manchen Sachen jetzt nochmal sagen kann. Und wo ich dann vielleicht nochmal informativ noch ein bisschen was zu beitragen kann. Aber generell wollte ich jetzt erstmal auch selber alles durchgehen. Gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen in der GG zocken kann. Es sieht so aus, als ginge hier um drei. Noch ein Sektor. Ein Sektor muss noch geholt werden. Es geht um 23 Uhr noch. Um 23:47 Uhr noch ein Sektor auf. Da werde ich dann noch dran mitwirken. Wichtig für die Nacht. 48% Zermürbungsreduktion ist ja gut. Dann kann ich noch ein bisschen Zermürbung bekommen. Und sonst ist hier anscheinend schon wirklich alles geholt. Ein paar Randsektoren könnte man noch angehen. Halb sechs in Thailand. Ja, Armin ist fleißig heute, ne?
Armin ist fleißig, aber Armin filmt quasi auch seine Partynacht oder was auch immer. Also wie er unterwegs ist, ne, in Thailand und seine Zeit verbringt gerade. Genau, also hier müsste ich auch nochmal, vielleicht können wir das heute Abend noch angehen, dass ich hier mal Ordnung schaffe, weil das ist ja hier ziemlicher Murks mit irgendwie halber Lebenserhaltung und ja, meine Marskolonie ist immer noch ein Gerümpel, aber es reicht vollkommen aus. Es ist nicht besonders effizient jetzt, aber die Güter sind ja jetzt auch nicht mehr wichtig, ja, also davon habe ich auch mehr als genug von den Marsgütern. So bis 12:30 bin ich auf jeden Fall noch wach, kann ich hier nochmal die alle für eine Stunde anmachen. Ja, er ist auf dem Motorrad unterwegs, aber ich hatte vorhin auch mal bei ihm reingeschaut. Er unterhält sich halt auch einfach mit Leuten über Dinge auf Englisch. Ich hab nicht genau gehört, worum es geht. Ich wollte nur einfach mal gucken, was er jetzt da so macht. Und ich hatte halt irgendwie andere Leute gesehen. Und er läuft halt irgendwie auf der Straße rum und unterhält sich mit Leuten und streamt es halt live. Keine Ahnung, ob es da irgendwie ein bestimmtes Thema gibt oder ob er einfach nur sein Wochenende streamt sozusagen. Also mit dem Motorrad rumfahren, das ist ja sowieso, finde ich auch krass, muss ich ehrlich sagen, dass das jemand live streamen kann. Und dass es so exzellent funktioniert in Thailand, ja. Und warum funktioniert es hier nicht? Warum hat man hier ständig Netzabbrüche, wenn man einfach unterwegs ist? Ja. Also Deutschland ist definitiv ein dritte Weltland, was Mobilfunk angeht. Über Dinge, ja, über Dinge. Also ich habe nicht zugehört, genau. Also ich habe zwar zugehört, aber es war nicht genug, dass ich mir irgendwas gemerkt hätte von dem, was er da mit den Leuten geredet hat. Baht, 21 € für eine Dame am Strand. Hat er nachgefragt oder was? Oder hat er sie gleich mitgenommen? Und was macht denn die Dame? Ich hoffe nicht das. Er ist doch verheiratet. Oder hat zumindest, nee, hat eine Freundin. Ja, für den Stream einfach mal gefragt, okay. Ja, das ist ein Blick in Thailand. Und dann geht die Dame mit ihm surfen, nehme ich an. Surfunterricht. Hi. Also Falco nennt dich immer Caleb. Stimmt das? Ist es richtig ausgesprochen? Caleb Thorin? Oder eher Celeb Thorin. Celeb Thorin. Schwer. Schwerer Name. Aber schön. Schön zu lesen. Aber wahrscheinlich muss man, das ist so ein Name, den muss man hören,
um den gut aussprechen zu können. Vielleicht. Ist mir bei mir auch egal, ob man Chris Nain sagt oder Chris Nein. Kann man beides. Aber ich glaube, das ist auch nicht ganz so schwer. Armin ist lustig. Okay, so, was mache ich jetzt Tolles? Warum ist denn jetzt die Kamera schon wieder verschoben? Ich habe sie doch gerade eingestellt, dass sie über meinem Bildchen ist. Jetzt ist sie schon wieder woanders. Ich werde verrückt. Warum verschiebt die sich einfach immer? Diese kleine gemeine. Jetzt ist sie auch noch zu kurz, glaube ich. Ach so, weil ich sie kleiner gemacht habe, glaube ich, ein bisschen. Mal größer machen. So. Nochmal unten ins Eck und langziehen. Nein, warum wirst du kleiner? So. So ist ziemlich perfekt. Okay. Silberadler. Aber das passt ja total zu Falkes Silberfalken. Hast du einen Silberfalken als Silberadler bei Falco freigeschaltet? Ich soll auf W gehen. Nee. Mach ich noch. Genau, also hier bin ich ja jetzt erstmal fertig. Ich gehe jetzt erstmal alles durch. W würde ich als vorletztes machen. Ich denke mal, ich kann jetzt auch überall wieder einsammeln. Mal gucken, ob ich die tägliche Herausforderung überall geschafft habe und die Tagesproduktion. Nee, hier laufen die Dinger noch. Muss sowieso bis 12:30 wach bleiben, weil hier die Schmieden noch aktiv sind, um die Quest von heute abzuschließen. Ich muss sagen, ich bin überall ziemlich up to date, was die Event-Quests angeht. Da bin ich überall ziemlich an dem Tag, wo es auch ist. Also ich glaube, es ist 48, ne? Ich glaube, jetzt auf der Hauptwelt bin ich gerade. Ja, W gehe ich auch. Keine Sorge, ich gehe auf W. Ich gucke gerade nochmal hier. Ja, 48, genau. Da fehlen jetzt einfach nur noch die 8-Stunden-Produktion, die ich dann auch einsammeln werde in ein paar Minuten, in 55 Minuten. Und dann bin ich mit der Quest auch on time. Da nochmal ein SOS einsammeln. So, und sonst kann ich hier jetzt auch gerade nicht wirklich was machen. Ich schalte hier vielleicht nochmal um zu gucken, ob es vielleicht Wunschbrunnen gibt. War ein Scherz. Und geht zur nächsten Welt. Ja, Wunschbrunnenwelt ist ja dieses Mal nicht wirklich was wieder bei dem Event. Also es gibt einen Wunschbrunnen und einen Wunschbrunnen-Schrumpfkit über die Hauptquest, ne? Die werde ich mir auch holen. Aber mehr gibt es ja nicht. Also werde ich nach dem Ende der Quest einen Wunschbrunnen mehr haben. Immerhin. Immerhin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, genau. Hier wartet es jetzt auch noch. Aber hier kann ich die normale Ernte machen. Und vielleicht gibt es noch ein paar Diamanten. Nee, gibt es nicht. Also einfach nur blaue Galaxie-Einsammlung über den FOE-Helfer. Ich schaue immer noch nach dem Diamanten, weil der FOE-Helfer zeigt die Diamanten nicht mit an.
falls es welche geben sollte. Und die würde ich dann doch vorziehen. Ich meine, die Welt ist ja hier dazu da, um Diamanten zu produzieren für meine Hauptwelt. Und da würde ich das dann doch vorziehen, die Diamanten zuerst zu ernten und aus 50 Diamanten vielleicht 100 machen zu können. So. Okay, den Kohle-Express noch und dann Freischnauze. Schaue ich mal, ob die. Ja, das mache ich doch. Ich glaube, im Leuchtturm bin ich schon drin. Ne, bin ich auch nicht. Dann kriegt der von mir das alles, der Kai-Uwe. Markus Dömchen. Mich ja nicht bescheißen. Und Leuchtturm. Leuchtturmchen. Yes. So. Nee, Rollmaster kenne ich nicht, Tyrawal. Ich ich kenne ein paar Pen and Paper RPGs, aber ich habe selber noch nie eins gespielt, obwohl ich nicht uninteressiert dran wäre. Ich habe auch ein paar Freunde, die das machen, aber es hat sich nicht ergeben. Es hat sich nicht ergeben. Was ich mir jetzt an Weihnachten gekauft habe, weil wir vor Weihnachten mit anderen Freunden was zusammen gespielt haben, ist ein Brettspiel, was so ein bisschen Pen and Paper RPG nachempfindet. Und zwar Andor, die Legenden von Andor. Vielleicht kennst du das. Genau, das ist so ein Brettspiel, das hat so ein bisschen Pen and Paper Rollenspiel Charakter. Aber natürlich ohne Pen and Paper, weil man spielt halt auf dem Brett. Und das nimmt einem halt relativ viel Arbeit ab, die man ja als bei Pen and Paper hat. Weil man ja dann eine eigene Story braucht. Und dann auch einen Spielleiter braucht, der sich da richtig reinhängt und der einem im Prinzip durch das Spiel führt. Und auch dieses Character Building und sowas, das ist ja alles eine sehr aufwendige Sache. Und die wird einem da quasi abgenommen, man kann direkt losspielen. Mit einer Story, die vorgegeben ist quasi. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel. Kann ich empfehlen. Schleichwerbung. Okay, dann habe ich jetzt von. Genau, stimmt, das ist ja ein Reply. Habe ich das überlesen? Achso, Sindarin. Nee, das sagt mir auch nichts. Sindarin kenne ich auch nicht. Denn das geschrieben? Habe ich ein bisschen was überlesen, oder? Ach nee, das kam hier nach. Aus der Sprache der Herr der Ringe. Ach so, und das ist ein Pen and Paper Rollenspiel über wo es um Herr der Ringe geht. Oder wie? Wie ist der Zusammenhang? Also, oder ist Sindarin erstmal nur die Sprache? Und ah ja, okay. Sindarin ist die Elbensprache aus Herr der Ringe und dann wird wahrscheinlich das Rollenspiel, was du genannt hast, hier Rollmaster. Ein Herr der Ringe Rollenspiel sein. Okay, gut, dann bin ich hier auch mit der Gex durch. Bin ich überhaupt auf meiner Hauptwelt mit der Gex durch? Ich habe ja, ich glaube, den letzten FOE-Stream habe ich auch letzten Sonntag gemacht. Und da habe ich tatsächlich verpennt, auf meiner Hauptwelt die Gex zu Ende zu spielen. Und tatsächlich ist es auch hier so, dass ich noch nicht durch bin. Und da gibt es ja nochmal Diamanten abzuräumen. Mit ein bisschen Glück. Das habe ich dann natürlich alles verpasst. Letzte Woche.
Ich hab auch nur bis 48 gespielt. Bis 48 ist bei uns in der Gilde Pflicht. Auch wenn wir leichte Gegner haben, also wir hatten leichte Gegner, wenn wir schwere Gegner haben, dann müssen wir auch durchziehen. Ich meine, das ist auch alles eine Sache, die ich damals mit eingefädelt habe als Gildenleiter. Von daher geht es auch auf meine Kappe. Die Spieler sind einfach sehr ambitioniert bei uns. Wir sind halt eine der Top-Gilden von Dinegu. Ich würde behaupten, die zweitbeste nach Twist of Fate. Auch wenn wir durch das GVG lange nicht immer Zweiter sind. Manchmal sind wir Zweiter. Und genau. Gut, da wäre ich dann durch. Dann Luceria. Und dann kommt auch schon W. Wahlstrand. Danach. Lieber Diamantrex. Aber ich weiß gar nicht groß, was ich dazu sagen soll. Zu Wahlstrand. Wahlstrand ist doch gerade eine kleine Baustelle. So, also Uzeria ist meine Classic-Welt. Hier warte ich auch noch auf eine 8-Stunden-Produktion. Und jetzt klingelt der Wecker für. Jetzt klingelt der Wecker für die GG. Deswegen gehe ich jetzt wieder rüber zu nach Dinegu. Und mach mal eben den einen Sektor mit, dass ich zumindest noch ein bisschen. Ne, um den Sektor geht es wohl nicht. Ach, um den da oben. Okay. Da schließen sich dann auch noch zwei an. Und ich glaube, der ist dann sogar ein 72er, also noch ein ziemlich guter. Ne, beides sind sogar 72er dann anschließend. Okay, na dann kann ich ja noch ein bisschen was in der GG machen heute. Nein. Ja, meine Schreibtischstuhlunterlage hat sich verschoben. So. Jetzt ist sie wieder richtig. So, kann ich nochmal die Armee einstellen? Die Armee, mit der ich alles mache, im Zeitalter Venus. Oder fast alles. Drei Powerdrachen, fünf Agenten. Im Verlauf der GG, wenn die Zermürbung sehr, sehr hoch ist, die ist dann manchmal auch bei 80, 90, 100, ist es dann nötig, dass man manchmal auf 8 Powerdrachen zum Beispiel umsteigt. Aber ja. Ich muss auch noch ein paar Verhandlungen machen, sehe ich gerade. Für die Burg. Also mache ich erstmal die Verhandlungen. Das sollte ich eher davon zweimal. Moment, sind das jetzt noch. Nee, das sind noch drei Güter. Es sind noch drei. Na, dann kann ich ja abwechseln. Die und die. Genau. Mache ich so. Okay, dann ist klar, hier kommt das hin, da kommt das hin und da kommen zweimal die Schneekristalle hin, die keine Schneekristalle sind, sondern Platinkristalle. So, noch zwei Verhandlungen. Erstmal die Güter, die ich schon gebraucht habe, um zu gucken, ob die vielleicht doch nochmal vorhanden sind. Und die letzte Verhandlung.
drei Güter noch übrig, muss ich alle nochmal ins Rennen bringen, um zu gucken, welche noch dabei sind. Okay, das ging flott von der Hand. Und jetzt ist auch eine Quest fertig. Oh, wie schön. Sogar zwei. Ja, die Schleifen. Die Schleifen. Okay. Da muss ich mal gucken, ob ich. Nee, kann ich leider auch keinem Gildien gefallen tun. Die sind leider schon alle wieder raus. Die angebotenen legendären Gebäude. Aber jetzt 200 FP voll machen. In den letzten. Auf den letzten Sektoren hier, die dann auch ein bisschen zermürbungsintensiver sind. Da muss ich schon ein bisschen Glück haben. Glaube ich. Aber kann sein, dass es klappt. Seid ihr auch schon in der Venus? Und benutzt ihr da die gleiche Kombination an Einheiten, wenn ihr in der Venus seid? Bin ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr in der Venus. Noch nicht so lange. Ich habe mir ja sehr Zeit gelassen. Okay, Topstar ist in der Zukunft. Da wirst du sicherlich, naja, eine ähnliche Aufstellung mit Schwebepanzern haben. Tyraval will nächste Woche in die OZ. Okay, also auch noch nicht Venus, sondern AZ. Dann. Arktische Zukunft. Arktische Zukunft ist ja so ein Zeitalter, was nicht so berauschend ist, oder? Oder warst du da lange Tyraval? Also ich fand die arktische Zukunft nicht so super, ehrlich gesagt. Also die OZ war, fand ich sehr gut. Sie ist aber relativ unbeliebt eigentlich. Also so. Von dem, was ich so höre, ist sie nicht so beliebt. Einerseits, weil sie sehr lang ist, also sie zieht sich sehr lang. Wer also schnell durchrushen will und schnell aufsteigen will, für den ist die UZ dann eher hinderlich. Das war aber nie so meine Vorgehensweise. Ich bin eigentlich durch alle Zeitalter relativ gemütlich durchgegangen. Ich spiele ja schon seit mindestens 6 Jahren. Forge of Empires. Und wie gesagt, erst vor einem halben Jahr in der Venus gewesen. Und sonst war ich halt immer unterhalb der höchsten Zeitalter. Riesenforschungsbaum mit viel Orichalkum. Genau, das ist halt das Problem bei der OZ, dass man da sehr lang braucht, um durchzukommen. Marco, genau. Also hallo erstmal Marco, ich habe noch gar nichts von dir gelesen. Ja, also das kann nervig sein, aber wie gesagt, meine Vorgehensweise war ja nie, dass ich irgendwie durchgerusht bin durch die Zeitalter, sondern ich bin eigentlich durch alle relativ gemütlich durchgegangen und habe versucht, die auch ein Stück weit kennenzulernen. Ja. Und von daher fand ich die OZ ganz gut. Auch weil die Einheiten sind echt cool. Also die OZ hat ja insgesamt 10 verschiedene Einheiten. Das bezahle jetzt ich mal. Ja, habe ich schon. Ja, ist eine gute Frage, Topstar. Ich bin noch nicht sicher, ob ich gleich auf den Jupitermond gehen werde. Ich habe schon mal flüchtig drüber nachgedacht, aber mich noch nicht so richtig mit beschäftigt, weil, naja, so ganz so dringend ist es ja noch nicht. Ich meine, noch ist es nicht auf dem Beta-Server, das Zeitalter. Ich werde mich auf jeden Fall erstmal damit auseinandersetzen, was es da dann geben wird. Ob man da irgendwas speziell beachten muss, irgendwelche Spezialressourcen oder sowas. Denke mal, da wird es ja dann Informationen vom Beta-Server geben.
bevor ich da aufsteige. Und ich werde auf jeden Fall auch warten bis zum Donnerstag nach GG-Beginn. Und wenn das Zeitalter veröffentlicht wird am Montag darauf, dann steige ich nicht auf. Also das mache ich eigentlich immer. Dass ich bis nach GG-Beginn warte, dass ich dann erstmal, wenn ich die Einheiten im Prinzip noch nicht habe, weil ich sie erstmal erforschen muss, dann trotzdem in der GG mitmachen kann, wenn ich Lust drauf habe. Also wie ja, heute hatte ich halt, naja, ich hatte eigentlich keine Zeit. Also Lust habe ich eigentlich auch nicht wirklich. Aber man macht's halt so, ne? Man macht's halt der Gilde zuliebe. Und weil man seine Zermürbung hochtreiben will und weil man in der Rangliste stabil bleiben will und weil man die Forge-Punkte haben will. Aber Spaß macht mir das ganz ehrlich nicht mehr in der GG. Ja, also vielleicht noch zum OZ. Was mir am OZ gefällt, sind eben also diese Einheitenvielfalt und dass man wirklich extrem krass lang mit diesen Einheiten kämpfen kann, wenn man denn möchte. Also man muss sich halt darauf einlassen, dass man im manuellen Kampf kämpft. Aber durch diese große Vielfalt kann man in der GG auch wenn man im Autokampf überhaupt keine Chance mehr hat, noch extrem viel weiterkämpfen. Einfach über diese verschiedenen Fähigkeiten, die die Einheiten in der OZ haben. Leider kann man das schlecht nachstellen, wenn man selber nicht mehr in der OZ ist. Also ich habe ja ein. Überlege gerade, habe ich ein GG-Video in der OZ gemacht? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das erste GG-Video war nicht mehr OZ. Das war bestimmt schon VZ, was ich mal gemacht habe. Und da habe ich bestimmt auch nicht manuell gekämpft bis zur höchsten Zermürbung irgendwie. Aber das ist was ich öfter gemacht habe in der OZ, dass ich halt die GG gespielt habe bis 60. Das war damals meine Zermürbungsschmerzgrenze quasi. Bis ungefähr 60. Und danach musste ich dann gucken, dass ich irgendwie Sektoren tauschen kann oder sowas, dass ich vielleicht noch weiterkomme mit dem Autokampf. Aber manchmal bietet sich in der OZ einfach auch an, dann manuell zu kämpfen. Weil beispielsweise die Gegner aus einem großen Trupp von Artillerieeinheiten bestehen, dann kann man halt mit dem Drohnenschwarm super dagegen vorgehen, weil die Artillerieeinheiten die fliegenden Drohnen nicht angreifen können. Und wenn du halt zum Beispiel als Gegner 5 Artillerie und 3 andere Einheiten hast, dann kannst du halt mit dem Drohnenschwarm so vorgehen, dass du halt erstmal die 3 Einheiten manuell ausschaltest, die nicht die Artillerieeinheiten sind, und danach kannst du halt einfach auf Autokampf drücken. Und wenn du bei dem Versuch, diese 3 Einheiten auszuschalten, einen großen Teil deiner Drohnenschwärme verlierst, ist es ja vollkommen egal, weil wenn eine überlebt, kannst du mit dem einen letzten Drohnenschwarm halt die komplette Artillerie ausnocken. Und solche Kombinationen gibt es relativ häufig in der GG. Und wenn du dann noch Sektoren zum Tauschen hast, kannst du das zum Beispiel machen. Das ist eine Möglichkeit. Dann hast du ja die Aale und die Schildkröten. Das ist auch eine super Kombination, wie du halt durch die Streuung Gegner ausschalten kannst mit den Schildkröten. Da musst du dann natürlich darauf achten, dass du keine fliegenden Einheiten als Gegner hast, weil die Schildkröten sind halt die Artillerieeinheit.
Aber die Aale, man kann halt dann zusätzlich Aale mit reinnehmen in die Angriffstruppe und mit den Aalen im Prinzip zuerst die gegnerischen fliegenden Einheiten ausschalten, also die Drohnenschwärme in dem Fall. Und anschließend quasi über den Streuschuss von den Schildgeschützen richtig viel Schaden machen. Also ist vom manuellen Kampf sehr, sehr reizvoll. Okay, jetzt ist die Würdezermürbung gleich zurückgesetzt. Punkte sind jetzt schon mal reingekommen. Aber ich kämpfe den Sektor auf jeden Fall noch zu Ende, ob jetzt das auf 0 gesetzt wird oder nicht. Ja, jetzt ist es auf 0. Beziehungsweise ich kann noch Verhandlungen drauf machen. Also den holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch. Der ist ja quasi fertig. Ja, manuell kämpfe ich auch extrem selten und ich muss auch sagen, ich habe jetzt hier in der Venus noch nicht ein einziges Mal manuell gekämpft. Auch weil man einfach recht bequem mit den Truppen, die man jetzt hier hat. Jetzt geht die hier nicht mal durch. Ich nehme ja die Verhandlung, glaube ich. Doch. Gerade so. Aber es gibt nichts mehr für. Gut, 190, dann schaffe ich ja hier sogar noch meine beiden Schleifenquests. Und die Tagesquest auch. So, 4 Stunden Produktion werde ich jetzt nicht machen. Ist ja dann laufen welche? Nee. Deswegen breche ich die ab. Ereignisse sammeln. Ja, bestimmt. Morgen früh fliegen da bestimmt einige rum. Gebäude motivieren könnte ich jetzt eben noch machen. Dann muss ich das morgen weniger machen, wenn dann wieder die Ernte kommt. Motiviere ich noch ein bisschen. Also. Ja, Topstar. Kannst du so machen, das hilft dir sicherlich auch. Gerade in der AZ hilft es bestimmt enorm, dass du da an die Güter kommst. Die Spezialgüter. Ab der OZ ist ja dann, musst du dann ja dann teilen, die Güter. Zwischen AZ und OZ. Du kriegst ja beide mit dem Frachter. Und aber es geht auch schneller mit dem Frachter. Aber wenn du ihn dann nicht mehr levelst, dann kriegst du ja nicht ganz so viel Güter, weil du keine Doppelernten hast oder nicht mehr ganz so schnell. Ja, ich habe den Frachter, glaube ich, nach AZ und OZ gestellt. Da war ich da schon raus aus den Zeitaltern. Aber es hilft natürlich auch ein bisschen im Mars und in der Venus. Kriegt man die Spezialgüter ja auch hin und wieder. Gerade so am Anfang, gell? Also nach einer Weile ist es so egal. Man braucht auch lange nicht so viel. Okay, das kann ich eigentlich so lassen. Gut, dann würde ich jetzt wieder rübergehen nach nochmal nach Uceria. Und hier die Produktion nochmal anstellen. Ja, also, naja, mich mit meinem Zeitalteraufstiegsstil von wegen, ich steig die oder mache die Zeitalter langsam durch, hat es halt auch nicht gejuckt, ob ich jetzt den Frachter habe oder nicht. Ich hätte den, wenn ich jetzt noch in der Zukunft gewesen wäre,
auch schon hochgezogen, weil der lohnt sich auch einfach so. Na, du kriegst halt ganz oft 200 Forschpunkte mit dem Ding. Also hätte ich jetzt noch in der Zukunft, wäre ich jetzt noch in der Zukunft gewesen oder irgendeinem anderen Zeitalter, hätte ich jetzt nicht gewartet, den aufzustellen, um ihn dann in der AZ hochzuziehen. Also ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Aber das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Das muss jeder selber wissen. Wer schnell durch die Zeitalter kommen möchte, für den ist es sicherlich eine Empfehlung, dann den Frachter da hochzuleveln in dem Moment. Das ist auf jeden Fall eine Unterstützung. So, was gibt's heute? Ein Altargarten-Auswahlkit. Das ist so eine Sache. In dem Auswahlkit. Nee, ach nee, das ist das andere. Ist das göttliche Auswahlkit, genau. Das göttliche Auswahlkit, das hat ja den Altargarten drin. Und das gibt es ja auch manchmal. Ich habe nicht geguckt, gibt es dieses Event, das göttliche Auswahlkit? Das wäre nämlich auch was für Uzeria, also für die Classic-Welt. Weil da sind halt auch 10 Forge-Punkte drin. In dem Auswahlkit. Aber den Altargarten kann ich hier nicht brauchen. Schalte ich mal um. Und die Siegarena auch nicht. So, einen Forge-Punkt muss ich noch gewinnen oder kaufen. Für die Schleife, in die ich gerade eingezahlt habe. Da kommt der Forgepunkt. Sehr schön. Kriegt der Toffi hier auch noch seinen letzten Forgepunkt. Okay, dann hier ist es fast voll. Ja. Hier werde ich vielleicht gleich nochmal die Gags zu Ende verhandeln. Aber jetzt gehe ich erstmal. Wobei, Diamantrix, bist du da? Ich frage erstmal. Ich frage erstmal, ob Diamantrix da ist. Wenn Diamantrix da ist, dann gehe ich vielleicht erstmal auf W. Weil der möchte ja gerne, dass ich auf W gehe. Jetzt bin ich erstmal auf die Beta gegangen. Klassischer Garten, ja. Nicht so geil. Medis. Ja, Medis auf W. Weiß ich nicht. Also für mich wären die Medis auf W gut. Okay, was will ich jetzt hier machen? Achso, ich habe hier noch den Ausbau. Ja, Feuerwerk erstmal weiter. Ich habe nicht mehr viel Zeit, also ich kriege das Ding hier eh nicht fertiggestellt. Die Stadt oder das Hauptgebäude, aber dazu bin ich zu selten auf der Beta-Welt, dass ich das schaffen kann. Genau, da muss ich dann ein bisschen ranklotzen, wenn ich das auf allen Welten durchziehen will. Jetzt habe ich schon ganz schön viele Welten. Oder ich muss mir eingestehen, dass ich das nicht auf allen Welten durchziehe. So, hier fehlt es mir an Gemstones. Ich sollte mal so ein paar Verhandlungen erstellen. Das könnte helfen. Das könnte helfen. Ich habe auf jeden Fall genug zum Tauschen. Ja, Ebony gegen Gemstones. Das wäre jetzt wichtig. Stelle ich mal gleich ein. Irgendwie 50. Und 100. 1, 2, 3, 4. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was das hier soll. Warum wir immer noch nach so langer Zeit mit diesem
mit diesem Verhandlungsmenü von 1990 leben müssen. So, und Ian. Also, das wird doch wohl möglich sein, hier eine Zahl einzubauen und gleichzeitig irgendwie 10 Angebote auf einmal einzustellen, oder? Das kann man doch mal einbauen. Ja, ich habe auch schon Jagged Alliance gespielt. Gute Nacht, geh nicht so spät. Gute Nacht. Genau, also das finde ich ehrlich gesagt unterirdisch, dieses Verhandlungsmenü. Und es wird auch leider überhaupt nichts dran gemacht. Man könnte ja sagen, okay, man kann hier eine Zahl eingeben, dass man 10 Verhandlungen auf einmal einstellt gegen 5 Diamanten oder sowas. Dann könnte Inno sogar noch ein bisschen Diamanten damit loswerden bei den Leuten. Aber das wäre wirklich eine Komfortfunktion, die unbedingt eingebaut werden muss. Das ist, ich finde es persönlich unerträglich, zu verhandeln. Okay. Es gibt ja Leute, die machen das gerne und handeln gerne im Spiel, also mit Gütern gegen Forge-Punkte. Die müssen dann immer diese Güterangebote einstellen. Oh Gott. Furchtbar. Furchtbar. So, wo ist denn jetzt hier der Händler? Ringtausch? Nee, ist ja nicht Ringtausch. Gildenhandel. Ach, Gildenhandel. So, dringend war jetzt die 50. Gucken, ob die relativ schnell angenommen wird. Das wäre natürlich schön. Dann kann ich nämlich die Verhandlung da oben machen. Das war jetzt okay. Alles gut. So. Drei Incidents collecten. Eine hätte ich schon. Ein eigenes hätte ich schon. So, und dann könnte ich hier die Verhandlung machen und ein Sektor auf der Karte. Das muss ich mir nochmal anschauen. Was da. Oh ja, danke, danke, danke. Super. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Sehr schön. Drückt es gar nicht nach vorne, der Handel? Achso, es gibt ja extra Ringtauschkanal. Naja, gut. Finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Die haben hier extrem viele Kanäle, muss ich sagen. Da ist noch einer, den ich wegklicken muss. So. Okay. Produktion anstellen. Ja, 2 Tage und 11 Stunden noch für St. Patrick's Day. Diamantrax ist wohl nicht mehr da. Diamantrax verpasst die Walstrand-Action. Damit komme ich bestimmt nicht mehr durch. Werde ich nochmal gucken, ob ich einen Sektor noch kriege. Den mit Reitern. Den mit Reitern. Ja, da werde ich jetzt noch einen Helden mit reinnehmen. Ist ja auch ein Reiter. Und dann verstärkt er die Truppe nochmal ordentlich. Okay. Fertig für heute. Ja, Tyrawal, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und dir auch noch eine schöne Woche. Einen schönen Start in die Arbeitswoche. Falls sie bei dir auch am Montag beginnt. Okay, ziehe ich so weit ran wie die
wie die Reiter reiten können. Ich glaube, da wäre das vor dem Wald gar nicht so schlecht. Hier so. Ziehe ich die da so hin, da kommen die Reiter nicht mehr hin, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Und dann komme ich im nächsten Zug relativ gut schon. Vielleicht komme ich schon dran an die Katapulte. Ja. Zumindest teilweise. Okay. Aber ich will natürlich auch welche ausschalten. Aber es ist auch nicht schlecht, die Reiter auszuschalten. Ja gut, das war jetzt nicht ganz so gut durchdacht. Ich hätte lieber einen Katapult auch erledigen sollen, statt zwei nur anzuschlagen. Nee, drei anzuschlagen. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass der Reiter weg ist. Und jetzt erledige ich diese Geschichte auch und habe auch nur zwei Einheiten verloren. Leider auch eine ungebundene. Na gut. Homeoffice, ja, bei mir ist auch Homeoffice. Seit den letzten 2 Jahren. Genau, und die Verhandlung kann ich ja jetzt auch machen. Diamantrix, wir suchen Diamantrix. Nein, ah, nein. Warum habe ich da drauf gedrückt? Ich setze mal Diamanten ein. Und mach mal noch einen Ringtausch. Scheiße. Ich wollte doch die Verhandlung machen. Also das ist eine Sache, die ist gefährlich. Die ist ein bisschen gefährlich, dass beide Knöpfe so direkt nebeneinander sind. Das Angebot tauschen und die Verhandlung starten. Das ist mir tatsächlich schon das zweite Mal passiert, dass ich da versehentlich getauscht habe, statt zu verhandeln. Ja. Gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. So, dann tausche ich nochmal. Nochmal, wie viel will er jetzt? 160. Tausche ich mal 100 gegen 100. Und dann muss ich nochmal in dieses Steinzeitmenü. Hundert. Gold only. Und nochmal vice versa. Okay. Da kann ich noch nicht mitmachen. Und Ringtauschangebot einstellen. So, und ich hoffe, das wird noch angenommen, so dass ich die Tagesquest noch beenden kann. Und dann kriege ich hier nochmal. Oh, Engel ist schon dabei. Engel ist ja. Ich weiß nicht, ob das Engel auch aus dem Stream ist. Was ist los? Warum ist die Quest nicht fertig? Okay, einmal neu laden. Gut, habe jetzt schon Schreck gekriegt, dass es nicht mehr geht. So, das ist aber nur ein Upgrade-Fragment. Genau, das ist neu auf dem Beta-Server. Es gibt jetzt ein Schrein des Wissens Upgrade-Fragmente generell und die werden angeboten als Tagesquest. Und dann kriegt man halt auch für seine Schreine des Wissens noch diese Upgrade-Kits zusammen. Und ja, hier auf der Beta-Welt ist tatsächlich auch eine Welt, wo ich Schreine des Wissens noch aufstellen könnte.
Wenn ich jetzt noch welche hätte, habe ich auch. Ha. Habe ich verpasst aufzustellen. Mache ich mal gleich. Ich guck noch mal durch. Ich glaube, ich habe einige Sachen gesammelt, die ich dann vergessen habe, mir anzugucken. So ist okay. Gut, und die 25 Forge-Punkte muss ich noch loswerden. Diamantrax ist immer noch nicht da. Ich wollte doch auf Wallstrand gehen. So, in den, nee, in dem war ich mal drin. Nicht mehr anscheinend. Da ist noch nichts eingezahlt. Das ist ja der gleiche. Na gut, dann wohl dort. Ja, Tauschketten. Furchtbar. Furchtbar, wenn man noch keine Arche hat. Tja, muss ich durch. Und dann zahle ich noch in die Fünfer ein. Und hier sind natürlich auch ein paar Spieler schon recht weit fortgeschritten, die auch schon hohe Archen haben. Und die könnten natürlich. Die haben natürlich große Forge-Punkte-Einkünfte und dadurch können sie natürlich in den großen Ketten viel belegen oder mit hohen Forge-Punkten belegen und überholen. Aber ich habe hier tatsächlich über den Ringtausch schon mal was bekommen an Blaupausen. Von daher, es ist nicht ganz sinnlos. So, jetzt muss ich aber wirklich langsam mal auf Wallstrand gehen. Und der Diamantrix lässt sich nicht mehr blicken. Tja, Diamantrix, da kann ich nur sagen: Engel! Engel aus dem Stream, du, ja, danke dir. Das bist auch du auf dem Beta-Server, ja? Genau, also sonst hättest du jetzt nicht geschrieben. Hallo erstmal, schönen Abend dir. Ah, okay. Das ist mit Chatten natürlich ein bisschen schwieriger, ja, das stimmt. Ja, das ist auch für mich eine Option. Ich habe ja auch so einen Stick und habe da auch Twitch runtergeladen. Aber ich schreibe halt auch wirklich gerne. Was man, glaube ich, auch manchmal sieht. Also wenn ich nicht abgelenkt bin. Manchmal arbeite ich ja auch nebenbei, dann schreibe ich nix. Oder nur, wenn mir irgendwas ins Ohr fällt, wo ich dann re darauf reagieren möchte. So. Im Leuchtturm bin ich auch schon drin, aber schon relativ hoch. Ja, dann danke dir, Engel, fürs Annehmen der Güter. Das war natürlich dann gleich eine sehr hilfreiche Sache, die ich dann aber leider selber verkackt habe. Aber eigene Schuld. Nicht deine Schuld. Du hast das natürlich, hast mir rein theoretisch sehr geholfen. Wenn dann auch leider nicht nutzbar, die Hilfe. Okay, gut. 5 Sektoren auf der Karte der Kontinente in Besitz bringen. Ja, das wird nichts. Nicht auf Wahlstrand. Ja, Wahlstrand. Wahlstrand, falls ihr auch bei Josie im Stream seid, dann kennt ihr diese Welt schon. Ich habe hier so ein kleines Gesicht drin versteckt. Und dann steht hier Rossi und ein kleines Herz. Genau, und ich baue die Stadt halt einfach nur weiter, um ja, das Gesicht irgendwie zu verschönern und so. Aber das Problem ist, ich brauche halt auch richtige Gebäude zwischendrin und auch richtige Güter und sowas, um auch das Kapital zu haben, um das Gesicht zu verschönern. Genau, und das nächste Projekt wäre halt eine große Nase. Ich möchte wieder eine große Nase.
Ah, okay. Das ist natürlich doof. Das denn, dann spielst du die GG immer am Handy. Genau, aber ich habe halt nicht viele Einheiten, deswegen werde ich jetzt hier wohl kaum 5 Sektoren in meinen Besitz bringen können. Wobei diese Sektoren, ja, es stünden 5 zur Verfügung. Also theoretisch wäre es machbar. Aber mir fehlt es halt wirklich an Einheiten. Na, ich kann ja mal mein Bestes geben und hier so manuell so ein bisschen durchgehen. Also 4 Speerkämpfer hätte ich schon mal. Die heilen sich ja auch sehr schnell. Und dann könnte ich vielleicht die beiden anderen hier mit den Katapulten noch. Ich hoffe nur, die verliere ich dann nicht. Ich hoffe nur, die verliere ich nicht gegen die Reiter. Ich kann die leider auch nicht sichern. Nicht wirklich. Ja doch, ich könnte hier oben dicht machen, aber dann können sie immer noch außen rumlaufen. Mal gucken. Ich versuche es mal so gut wie möglich hier oben zuzumachen. Da ein. Nee, es klappt nicht. Hier kann ich noch zumachen. Ja, jetzt kommen sie hier unten durch. Nee, es klappt nicht. Okay, dann gehe ich mit denen nur möglichst. Ach, nee, geht auch nicht, dass ich möglichst weit weggehe. Ja, doch, ich könnte erstmal den oberen hier in Angriff nehmen. So. Aber jetzt kommen die Reiter natürlich durch. Aber der ist zumindest gebunden. Die Einheit ist nicht gebunden. Die ist ungebunden. Die würde ich gerne behalten. Den. Das Katapult. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem Katapult, mit den 3 Katapulten, den Reiter erledigen kann. Weil sonst habe ich den nämlich verloren. Nee, das wird nichts. Dann habe ich den jetzt verloren. Das ist dann halt Pech. Gut, aber okay. So, den Speerkämpfer kann ich recht schnell wieder nachproduzieren. Das Katapult leider auch nicht. Oder die Schleuder oder was es ist. Felsschleuder, ne? Ja, Felsschleuder. Ja, das dauert ja auch wieder eine Stunde oder so. Knappe Stunde. Genau, und das ist einfach mal das ist der limitierende Faktor hier, warum ich die tägliche Herausforderung nicht schaffen werde. Aber ich muss eh weiterkommen auf der Karte. Von daher, warum nicht noch ein Stück weiterspielen? Das ist ja schon schwer hier. Der wird gleich geheilt sein. Aber jetzt fehlt es ja schon an Einheiten. Und der zweite Speerkämpfer, den kann ich, glaube ich, jetzt schon abholen. Okay, gut. Ja, für den Sektor sollte es noch klappen. Und kann es sein, dass. Sind das nicht die Eisenzeiteinheiten? Und ich kämpfe jetzt gegen Bronzezeiteinheiten gegen die? Ist ja auch nicht so klug. Warum sind denn das schon Eisenzeiteinheiten? Finde ich jetzt aber ein bisschen krass, ehrlich gesagt auch. Dann habe ich ja hier gar nicht so gute Chancen, das zu überleben. Ich hoffe, es klappt einfach durch den Bonus, den die Einheiten im Wald haben und gegenüber den anderen Einheiten, wenn man die halt richtig strategisch gut einsetzt. Jetzt kommen die Reiter auf jeden Fall an. Oh, den bewege ich mal außer Reichweite hier von den anderen Reitern. Sollte außer Reichweite sein.
Tja, jetzt kann ich mit dem eigentlich auch gar nichts mehr machen. Eigentlich ist auch Quatsch, den außer Reichweite zu bewegen. Ich kann ihn noch als Angriffsziel stehen lassen. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, für den Speerkämpfer natürlich eher nicht. Gut, es war nicht so klug gemacht. War nicht so klug gemacht, muss ich sagen. Okay. Aber da hat er noch mal eine Chance bekommen, der Reiter, und konnte auch noch mal was bewirken. Okay, jetzt sind es auch nur noch Speerkämpfer. Hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Aber sie sind alle ziemlich gut angeschlagen, die Einheiten. Und ich glaube, mehr als das kann ich jetzt nicht erreichen. Zwei Sektoren konnte ich machen. Fünf auf keinen Fall. So, jetzt klingelt der Wecker. Achso, ich möchte noch meine Forge-Punkte verschenken. So. Und Alec kriegt den Rest. So, und das war's. Das war's mit Wallstrand. Ich werde jetzt nochmal in meine Hauptwelt gehen. Kann ich jetzt nämlich im Mogulreich nochmal die Produktion einsammeln. Und jetzt die 8-Stunden-Produktion einstellen. Einfach die 5 gedrückt halten. Verschwindet in einer Stunde. Das ist ein gutes Ereignis. Muss ich gleich nochmal auf dem Handy gucken, ob ich das finde. Da könnten nochmal einige Footballs drin sein, mit ein bisschen Glück. Auf dem Handy sehe ich das eher. Also, falls ihr das sehen solltet, sagt mir Bescheid, wo es ist. Ich sehe es nicht. Jetzt habe ich das andere gefunden. Aber das habe ich schon länger gesucht. Und nicht gefunden. Okay. Gut. Dann auf den anderen Welten die 8-Stunden-Produktion einsammeln. Die sind jetzt offensichtlich fertig. Und auch die Burggeschichten. So, damit ist dann auch die Quest abgeschlossen. Eine mittelgroße Armee besiegen. Schaffe ich das hier? Oder sollte ich eher verhandeln? Also ich müsste, wenn, dann eh manuell kämpfen. Glaube ich. Weil sonst habe ich, also ich habe hier keine Kampfboni. Die zwar auch nicht. Na, ich könnte es mal versuchen. Ich versuche es mal. Mit den Kontereinheiten. Wenn es klappt, dann klappt es. Ja, hat geklappt. Gut. Okay. Dann hier auch wieder 8 Stunden Produktion an. Den habe ich noch vergessen. Und die verletzten Einheiten nachproduzieren. Getöteten. Und noch 12 Forge-Punkte ausgeben. Leider keine guten Angebote. Leider nicht. Gut, dann schaue ich mal, wie man Platz hat in einer Zeusstatue für den verrückten, wie heißt er nochmal? Hardy? Harley. Harley, der mir so fleißig. Donny, du kriegst 10 Forge-Punkte von mir. Ach, du kriegst 12. Sei mal nicht so geizig. Für Platz 2 12 Forge-Punkte.
So. Okay. Genau, müsste ich schon fast wieder einstellen hier. Aber eigentlich fehlen noch 130. Ja. Beim letzten Mal hat er so viel eingezahlt, da konnte ich dann nur noch zu kleinen Preisen die anderen Plätze vergeben. Das ist natürlich dann schön für die Gildenmitglieder, die da noch ein paar Fortschrittspunkte mit rauskriegen. Genau. Aber schon krass, dass der sich mich ausgesucht hat, um meine Zollstatue einfach mal ins Unermessliche aufzuleveln. Das finde ich gut. Finde ich super gut von ihm. So, auf Fell. Genau, auf Fell ist nochmal 8 Stunden Produktion. Sind noch nicht fertig. Okay. Gut, das irgendwie in ein Gebäude stecken. Danger, was? Habe ich das schon eingestellt? Ja, habe ich eingestellt. Naja, gut. Dann habe ich jetzt da überbezahlt. Okay, dann ist es so. Und dann gehe ich nochmal auf Uzeria und da wollte ich ja noch zu Ende handeln. Ja, auf Uzeria wollte ich ja. Da bist du wieder, Diamantrex. Gibt's ja nicht. Ich war auf Wahlstrand. Du warst nicht da. Auf Uzeria wollte ich auf jeden Fall noch die Gags zu Ende handeln. Genau, das mache ich jetzt noch. Da brauche ich noch den Tavernenboost. Oder warst du da und hast nichts gesagt? Dann hätte ich nämlich noch ein bisschen die Gilde beworben. Wärst du da gewesen? Beste Gilde der Welt? Auf wie? Ja, was gab's auf wie? Eigentlich nicht viel, nur einsammeln. Dann habe ich noch zwei manuelle Kämpfe gemacht, weil mehr nicht möglich war. Weil dann meine Einheiten tot waren, weil ich nicht genügend Einheiten habe. 4, 7? 4, 7? Ach so, nee, ist ja richtig. Ist ja richtig, ich habe mich verguckt. Genau, aber die Tagesquest hat eigentlich gefordert, dass ich 5 Kämpfe oder 5 Sektoren einnehmen sollte. Aber das war da nicht mehr möglich, leider. Genau. Na, komm, tipp einmal richtig. So. Mensch, so schöne 100% Chancen hier. Aber weil das Stufe 2 ist noch, ne? Sonst ist es ja jetzt eine Baustelle, mehr oder weniger. Ich habe die Gesichtszüge im Grunde da gelassen, wo sie sind. Was mich natürlich in der Handlungsfreiheit auf W ein Stück weit einschränkt, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Da produziere ich halt nicht ganz so viel, aber ich denke, es sollte reichen, um irgendwann an die neue Nase zu kommen. Die Gildennase. Ne? Dann kann ich die erstmal auf 10 leveln.
die Gildennase. Und dann, also ich kann mir ja vorstellen, dass das ein bisschen problematisch sein kann wegen der Eisenzeitgüter in der GG, oder? Deswegen wäre es sicherlich nicht verkehrt, wenn ich da ein bisschen was hätte, was Güter für die Gildengefechte produziert, damit ihr da auch mal ein Lager kaufen könnt, wenn es Eisenzeitgüter kostet. Ein Tresor als Bauch. Oder als Brust. Ich weiß nicht. Ein Tresor finde ich nicht, dass der so. Ich finde nicht, dass die Form passt. Da dann doch schon auch noch mal eher der das Orakel. Orakel? Nein, das Observatorium. Wie heißt es eigentlich? Heißt es Observatorium? Nee. Wie heißt das Ding? Wortfindungsstörung. Der Tresor löst viele meiner Startprobleme. Findest du? Naja, FP sind nicht mein Problem. Also das Problem ist eher, FP loszuwerden. Und die Güter sind auch nicht mein Problem. Das Problem ist eher, dass ich die handeln muss. Also ich habe schon. Ja, doch. Nee, doch, ich bin gerade falsch. Ich hab gerade auf die an die Beta-Welt gedacht. Da hat mir Engel geholfen und Güter angenommen. Und da hatte ich bisher sehr wenig gehandelt. Und deswegen hatte ich eine sehr einseitige Güterproduktion und von einem Gut extrem viel und von anderen extrem wenig. Genau. Aber tatsächlich hast du recht. Ich habe natürlich auf W noch sehr, sehr wenig Güter. Ich habe jetzt so ein paar Steine gesammelt. Und auch die müsste ich jetzt wieder handeln eigentlich. Aber ich finde Handeln einfach so furchtbar. Ich glaube, das Handeln hat Inno eingebaut damals, als sie das Spiel vor 8 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren. Nee, wann? Seit wann gibt es jetzt Inno? Nee. Hä? Nee. Haben sie jetzt, gibt es jetzt nicht ein 10-jähriges Jubiläum? Dann muss ich doch schon seit 8 Jahren spielen. Ich glaube doch, ja. Ich glaube jetzt, dieses Jahr ist es 10-jährige Jubiläum von Forge of Empires. Und ich spiele schon seit 8 Jahren und nicht seit 6. Und ich glaube fast, die haben damals den Handel so eingebaut, wie er heute ist. Und seitdem nichts mehr daran gemacht. Deswegen ist das Handeln einfach mal mega, mega kacke. Ich möchte nicht handeln. Ich möchte nicht in dieses Handelsfenster gehen, das Handelsfenster des Grauens. Also, das Verhandeln hier ist okay. Aber das Güterverhandeln mit anderen Leuten, dass das in die Chats eingebaut wurde, das ist natürlich wiederum gut, dass man das in den Chats verlinken kann, ja. Das ist eine gute Sache. Auch, dass sie das jetzt verändert haben und das Handelsangebot dann einfach rausnehmen und nicht weiterhin schreiben, dieses Handelsangebot existiert nicht mehr, weil durch das Rausnehmen rutschen natürlich die anderen nach unten. Ah, jetzt habe ich mich vertippt. Die anderen Angebote, die noch offen sind, rutschen dann ja runter. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Natürlich nicht. Und werden auch gesehen und nicht übersehen, weil bisher war es halt eher so, dass sie übersehen wurden, weil dann alles voll stand mit das Handelsangebot existiert nicht mehr.
Und die Angebote, die da drüber standen, wurden dann manchmal nicht angenommen. Es gab immer kleine Anpassungen, auch beim Handel. Denke ich auch. Also vielleicht so Kleinigkeiten. Klar, es sind natürlich immer die neuen Güter hinzugekommen. Das ist sicherlich auch irgendwo eine Anpassung. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich noch die Güter irgendwie eingepflegt werden müssen. Das wäre natürlich dann auch irgendwie schlecht von der vom Design als Entwicklung, als Entwickler. Das werden sie sicherlich irgendwann, das werden sie am Anfang vielleicht so gehabt haben, dass sie die Güter manuell eingepflegt haben und später dann generisch gemacht haben, dass die automatisch hinzukommen, wenn es neue Güter gibt, neues Zeitalter gibt, dass sie dann automatisch da auch drin sind, sofern das handelbare Güter sind, dass die da eben im Handel auch drin sind, dann, dass sie den Gütern dann wahrscheinlich einfach einen Fleck gegeben haben, sie sind erhandelbar und die anderen, die nicht erhandelbar sind, sind eben nicht erhandelbar, haben dieses Fleck nicht und erscheinen dann halt da nicht. Und alle neuen Güter, die auf erhandelbar sind, werden dann automatisch zum Handel hinzugefügt. So würde ich das zumindest jetzt mal, ohne groß drüber nachzudenken, mit meiner Erfahrung als Softwareentwickler angehen. Ja, aber ich finde durchaus, dass der Handel könnte mal ein Update brauchen, insbesondere was das Einstellen gleich mehrerer Handelsangebote betrifft. Denn ich möchte ungern 10 mal 100 Güter eintippen oder sowas. Aber man könnte sich auch, was man ja auch macht, also es könnte auch einen Assistenten geben für die Verhandlung, der einem automatisch Dinge vorschlägt, die man verhandelt oder verhandeln sollte, weil es ist ja ganz klar, welche Gütermengen noch vorhanden sind und welche Güter gebraucht werden. Also auch da könnte man da auch relativ intelligent rangehen, auch wenn das jetzt nicht wirklich intelligent ist, ja. Also man guckt halt, wie die Güterbestände sind im Verhältnis und macht automatische Vorschläge für Verhandlungen, wo man dann nur noch okay drücken braucht. Auch sowas könnte man machen. Und das würde halt den Spielern auch viel Arbeit abnehmen. Und wie gesagt, dass man dann da vielleicht für die Verhandlung irgendwie dann irgendwie einmal 5 Diamanten für abfragt, für die vorgeschlagene Verhandlung oder sowas, dass man das nur so, wenn man das manuell nicht eingeben will, machen kann oder das als Premium-Feature macht oder weiß ich, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, wo Inno vielleicht auch noch so irgendwie 1, 2 Cent dran verdienen könnte. Ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich niemand Diamanten kaufen, dafür, dass er einen intelligenten Verhandlungsassistent hat, der einem beim Verhandeln unterstützt und ein Angebot macht. Okay, es sieht halt irgendwie, du hast von dem einen Gut hast du halt irgendwie 1500 und von dem anderen hast du 25. Ach, vielleicht sollte man mal von dem 1500er Gut auf das 25er Gut was rüberhandeln. Das wäre doch was man programmieren könnte. Und dann macht man halt irgendwie so automatisches Angebot oder sowas. Hier 25 Diamanten. Oder so, keine Ahnung. Oder 5 Diamanten. Was whatsoever. Dann werden die Diamantenvorräte der einzelnen Spieler
ein bisschen geschmälert und dann kaufen sie vielleicht eher was beim nächsten Event. Mein Gott, meinetwegen so. Meinetwegen so, aber macht endlich mal wieder was am Verhandlungsassistenten. Oder an der Verhandlung. Dass man da ein bisschen. Dass es nicht ganz so abschreckend ist. Handelsangebote an bestimmte Spieler. Ja, das wäre für Händler sicherlich auch nicht schlecht, das stimmt. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, du kannst ein Handelsangebot an einen bestimmten Spieler stellen, aber das kostet dich jetzt halt hier irgendwie x Diamanten. Und sonst musst du halt das Risiko fahren, dass dir das Handelsangebot vor der Nase weggeschnappt wird. Was aber meistens auch nicht passiert. Aber auch das wäre was, wäre vielleicht was für FOE Plus, ja. Also wo sie vielleicht ein Feature einbauen könnten, so ein Convenience-Feature, was FOE Plus halt irgendwie einen Wert gibt. Dass die Vermutung, dass das alle motivieren dabei ist, hat sich ja nicht bestätigt. Also alle motivieren ist ja beispielsweise aktuell auf der Beta nicht mal bei FOE Plus dabei. Vielleicht kommt es noch hinzu, weil das gibt ja diesen Button als Asset. Den gibt es ja jetzt. Aber vielleicht gibt es das alle motivieren auch dann für alle. Gegen ein paar Diamanten oder einfach for free. Weiß ich nicht. Aber wenn man dieses FOE Plus irgendwie verkaufen will, vielleicht auch nur zu einem nicht ganz so verrückten Preis, wie das, was sie gerade auf der Beta haben, mit 50 € oder 70 €, dann sollte man da schon ein paar Features reinmachen, die sich auch lohnen, denke ich. Ansonsten Einmalkauf für 70 € da wäre ich schon auch dabei. Das würde ich machen. Einmal 70 € investieren und dann halt diese Premium-Funktion nutzen. Aber doch nicht monatlich. Also für 70 € kann ich mir ein PlayStation-Spiel kaufen jeden Monat. Und das ist, da steckt mehr Entwicklungsaufwand drin. Das finde ich dann schon ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt. Für 70 € im Monat für im Prinzip so gut wie keinen Mehrwert. Okay. Okay. Dann wäre diese Welt auch durchgespielt. Nein, ich muss noch die Japaner abholen. Oh, ich muss hier auch noch mal handeln. So ist es immer. Und so komme ich nie vor eins ins Bett. Ja. Einmalkauf, genau. Also, es ist halt ein, es wäre halt, es wäre für mich okay, mit den jetzigen Features, die sie jetzt haben, die kaum Mehrwert haben, einen Einmalkauf zu machen. Ich wäre selbst damit zufrieden, einfach nur diesen goldenen Rahmen zu kriegen. Und damit würde ich halt zeigen, okay, und ich unterstütze das Spiel. Ich unterstütze das Spiel und habe da mal Geld investiert. So, einfach nur, um das zu zeigen. Das wäre okay für mich. Aber im Monat für die Funktion, ne. Diaz en masse. Ja, Gex auf allen Welten, tatsächlich. Ja, man verdient mit der Gex mehr Diamanten als mit den Wunschbrunnen. Also selbst so eine richtig fette Wunschbrunnenstadt wirft ja nicht viel ab, ne? Auch die wirft ja nicht so viel ab. Nochmal.
Aber Gex ist halt auch Fleißarbeit. Also auf allen Welten die Gex durchspielen, erstmal dahin kommen, indem man sich halt entsprechende Kampfboni zulegt, das ist schon schwer. Also es dauert lange. Aber auch dann im Autokampf durchzuzocken, die Gex, auch das dauert verdammt lange. Du musst halt immer wieder warten auf die Versuche. Okay, du kannst auch mit Medaillen die Versuche kaufen. Und wenn du immer in der Eisenzeit bleibst, dann sind auch diese Versuche nicht besonders teuer. Jetzt ernte ich hier auch die Freundestaverne. Wenn sich da keiner mal reinsetzen will, dann ist das eben so. Okay. Und mache hier auch noch die Verhandlung. Schnell. Weil ich den Kampf hätte auch machen können. Da habe ich jetzt schon einigermaßen Kampfboni. Auf der Classic-Welt. Aber hier kriege ich nochmal Burgpunkte. Und für den Kampf nicht mehr besonders viel. Ja, wobei, für heute schon noch. Nochmal versagt. Ach. 83% sind nicht genug. Das sieht schon mal nicht so gut aus wieder. Ah, doch. Okay. Ach so, was ich. Die Gigs auf deiner Hauptwelt und in Nebenstädten, in zwei Nebenstädten. Ja, das ist schon mal ziemlich fleißig. Ich mach's nur auf einer. Also, naja, so gesehen mache ich es jetzt ja auch schon auf zwei, wenn ich hier die Gigs so weit spiele, wie sie freigeschalten ist. Tja, 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 tja. Dummium. Das wäre schon ziemlich freaky, würde ich sagen. Wenn du auf jeder Welt die Gags durchspielst. Okay, und noch ein Fünfer-Angebot, auch von Mugli-Rex. Da ist noch ein Rex. Ist nicht Diamantrex, sondern Mugli-Rex. Und ich muss mir angewöhnen, in die Kamera zu gucken und nicht auf den Chat. Weil ihr seht mich nicht im Chat, sondern in der Kamera. Oder ich stelle die Kamera dahin, aber dann gucke ich halt im Prinzip nie auf den Bildschirm. Oder nie in eure Richtung, sagen wir es so. Dann gucke ich nie in eure Richtung. So gucke ich zumindest noch in eure Richtung und gucke dann immer so ein bisschen nach unten weg. Ja, mach das. Diamantrex, mach das. Jeden Dienstag. Jeden Dienstag Freakstream. Klar, voll gut. Ja, ich habe mir auch was einfallen lassen für den Stadtbesuch. Ich glaube, ich habe den gerade abgeschalten, weil ich ja vorhin Jagged Alliance gespielt habe. Aber ich habe generell schon einen Stadtbesuch eingerichtet für Forge-Punkte. Forge-Punkte sage ich schon. Für Kanalpunkte. Und ich hab mir eine ganz geniale Strategie einfallen lassen. Ich lege einfach einen zweiten Account an. Einen zweiten Account. Einen zweiten Account. Und gehe damit in die Welt und kann mir eure Stadt angucken. Dann muss ich zwar auch immer noch mal das Tutorial durchklicken. Den Jockeltraut-Move machen. Um eure Stadt auch tatsächlich sehen zu können dann. Aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Und ich würde dann einfach mir noch einen zweiten Namen geben, einen zweiten Benutzer anlegen. Und das ist ja auch total okay, ist ja von Inno.
erlaubt, einen zweiten Benutzer auf einer anderen Welt zu haben. Genau, und da das ja dann alles Welten sind, auf denen ich nicht spiele, sondern nur mir Städte von anderen Spielern angucke, kann ich ja da mit dem zweiten Account das machen. Und dann stört es mich hier auf meiner Hauptwelt oder auf meinen Haupt. Wie soll ich es nennen? Auf meinem Hauptaccount. Nicht, dass da plötzlich, dass hier plötzlich alles voll ist mit Welten, die ich eigentlich gar nicht bespielen will. Das würde mich auf jeden Fall stören und deswegen dachte ich mir so, wäre blöd, wenn ich in jede Welt reingehen müsste, aber nö, muss ich ja gar nicht. Muss ich ja gar nicht. Muss mir ja nicht überall eine Welt anlegen, wenn ich mir einfach einen zweiten Account anlegen kann. Gute Nacht, Marco. Schön, dass du da warst. Dir auch einen schönen Start in die neue Woche. Und ich werde mich auch anschließen. Ich habe jetzt alles. Nee, Utsiria war ich gerade. Ich geh noch mal kurz über alles rüber. Ich muss gleich noch mal auf dem Handy gucken, ob ich das eine Ding finde. Guck mal, noch mal kurz Wahlstrand. Diamantrix. Gut, dass ich nochmal hierher gegangen bin. Tatsächlich meine Steine fast vergessen abzuholen. Ja, genau, also die fünf Sektoren hier konnte ich jetzt nicht einnehmen. Gut, okay. Dann nochmal auf A. A. Nichts mehr zu tun. Und zurück auf meine Hauptwelt. Sieht auch alles okay aus. Hier kann ich noch eine Verhandlung machen für Burgpunkte. Und noch ein Kampf für die Wochenrangliste. So, und jetzt nochmal auf die Beta. Da ist auch alles im Reinen. Jetzt kann ich hier noch eine Stunde versetzt noch die Burgpreise abholen. Oh. Ach so. Ah, das ist die neue Anzeige. Das ist die neue Anzeige, wenn man im Level aufsteigt. Mit der Burg. Okay. Und es gibt einen Wunschbrunnen. Das heißt, auf A kriege ich dann bald noch mal einen Wunschbrunnen, wenn ich im Level aufsteige mit der Burg. Sehr schön. Gut, dann kriegt jetzt hier noch irgendjemand 5 Forge-Punkte von mir. Nee, doch nicht. Gehen sie einfach nur wieder in meine Burg, meinen Zeus. Und St. Patrick's Day muss warten. Gut. Bin ich durch. Bin ich durch. Gut. Dann lese ich nochmal, was du geschrieben hast. Spielt ja extra auf Thailand. Um andere Streamer dorthin zu schicken, diese Rossi? Nee, sie spielt auf Thailand, um schnell den Preis zu bekommen, oder? Also den nächsten Tagespreis im Event. Deswegen spielt sie auf Thailand, nehme ich an. Aber ich glaube, du weißt es auch und wolltest nur einen Scherz machen. Genau, also mir fehlt hier noch diese Baustelle auf einer kleinen Straße und ich werde gleich nochmal mein Handy gucken, ob ich die noch finde. Aber ich sehe sie hier auf jeden Fall nicht. Da sind ja, also gerade in diesen Baustellen, da sind ja die höherwertigen Preise drin und da sind vielleicht nochmal
irgendwie 200 Vorspuls drin oder sowas. Das will ich natürlich nicht verpassen. Den Preis. Ja. Schildwache-Upgrade-Kit gibt es jetzt, wobei ich davon noch zwei habe. Ich brauche eher die anderen. Die gegenteiligen. Die Schildwachten an sich. Sie möchte Jockel aus Thailand schicken. Oder nach. Sie ist für sadistisch veranlagt. Hast du gar keinen Clip zugemacht, Diamantrix, wo sie das gesagt hat? Also, ich gucke ja die Streams von Pi und Josie, wenn ich dann nicht in dem Moment live dabei bin. Auch gerne nochmal, also lass die gerne nochmal so nebenher dudeln während der Arbeit. Ja. Vielleicht fällt es mir auf, aber Clip wurde nicht freigeschaltet. Muss man den freischalten extra? Also kann der Streamer den freischalten? Oder, also, das stehe ich also noch nicht ganz. Aber wie dem auch sei, es ist schon wieder nach eins. Es ist schon wieder nach eins. Ich wollte eigentlich um 12:30 Schluss machen. Um endlich mal vor 1 ins Bett zu kommen. Jetzt komme ich wieder erst um 13:30 ins Bett wahrscheinlich. Ich sag, danke fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Start in die nächste Woche. Und ja, und muss mal schauen, wann ich das nächste Mal streame. Ich kann das leider immer nicht wirklich sagen. Das ist bei mir alles immer sehr, sehr flexibel. Meine Frau hat die Woche Ferien und wird vielleicht nicht so viel arbeiten und nicht so viel am Abend noch hinter mir sitzen. Und ja, dann klappt es vielleicht ganz gut, dass ich dann am Abend doch nochmal zum Streamen komme die Woche. Gut. Muss ich mal gucken mit den Clips. Danke für den Hinweis. Ich würde mich erstmal über Clips freuen, über Clips von anderen, die bei mir Clips machen. Aber ich bin vielleicht nicht lustig genug. Ich bin zu sachlich. Ich bin eher als Chatter bin ich lustiger. Sonne ist aufgegangen in Thailand. Tja, hätte ich jetzt einen Account in Thailand, dann würde ich sehen, wie die Sonne aufgeht in FOE. Gut, das soll es gewesen sein. Das war jetzt der Witz des Abends. Ein bisschen flach, aber okay. Gut, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal fürs Zuschauen. Ciao, ciao.